Ja, hallo und herzlich willkommen am heutigen Donnerstag hier zu dem Live-Talk. Ja, ich versuche hier was, aber irgendwie scheint das nicht ganz so zu funktionieren, wie es sein sollte. Habe ich zumindest mal so das Gefühl. Irgendwie hängt er hier in einer Schleife drin, obwohl er eigentlich das Bild wechseln soll. Etwas merkwürdig hier. Das ist mir doch etwas komisch. Normalerweise habe ich jetzt ein anderes Bild. Mich wundert, warum er jetzt hier nicht das Bild wechselt. Warum steht das Bild jetzt die ganze Zeit hier? Das ist etwas merkwürdig. Ich sehe jetzt gerade nochmal das Bild. Mal gucken, ob ich dann jetzt ein anderes bekomme. Nein, er zählt hier nach wie vor runter. Das ist aber komisch. Also bei mir habe ich ein anderes Bild und das sollte eigentlich auch übertragen werden und nicht das Bild, was jetzt da steht. Ich hoffe, man kann mich trotzdem hören. Ich muss mal eben die Kopfhörer wechseln, dann weiß ich nicht, ob ich mich auch höre. Nee, hören tue ich mich nämlich nicht. Was ist das denn heute? Das Mikrofon ist aber auf. Ich habe auch Ausschlag. Aber irgendwie sendet nicht. Das ist ja mal. Ah doch, jetzt, Moment. Jetzt wechselt das Bild. Jetzt bin ich da echt mal gespannt, ob dann jetzt auch ein Ton kommt. Jetzt geht es doch. Jetzt geht es. Moment, ich bin sofort wieder da. Ich muss mal eben kurz die Kopfhörer so tun, dass sie nicht gerade runterfallen. So. Ja, ich will hoffen, man sieht mich, man hört mich. Gerne mal in den Chat schreiben. Irgendwie, ja, schreibe ich jetzt mal in den Chat. Guten Tag. Eigentlich sollte der Chat dann hier jetzt auch im Bild erscheinen, aber irgendwie tut er das gerade nicht. Sehr, sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Ja, es gibt seit dieser Woche eine neue Autodrive-Version und das. Nee, seit letzter Woche gibt es schon eine neue Autodrive-Version. Genau, Donnerstag war der Live-Talk und Freitag ist dann die Version RC5 herausgekommen. Und von daher, ja, bin ich mal gespannt, ob der eine oder andere eine Frage dazu hat. Bin etwas, ja, irritiert hier, weil. Also mir läuft heute Twitch überhaupt gar nicht. Bin also doch etwas sehr irritiert. Ich bin nebenher jetzt hier noch ein bisschen, bis dann die ersten Zuschauer kommen, die ersten Fragen kommen. Arbeite ich nebenher noch ein bisschen hier an der Karte. Da ist gerade ein Hubschrauber über mir vorbeigeflogen. Das hat man sicher gehört. Ich muss gerade mal gucken. Nicht, dass ich hier. Ah, ich glaube, ich sende mich gerade doppelt. Hallo. Ja, ganz schlecht. So, sollte das zumindest mal aus sein. Also mir steht das Bild im Moment bei Twitch. Ich kann euch nicht sagen, was er hier hat. Irgendwie hat er hier Probleme. Weiß aber nicht warum. Sollte ich so mal hingehen und den Stream gerade nochmal beenden. Weil irgendwie hat er hier so ein Netzwerkfehlerproblem. Schon gerade nicht warum. Stream, ja, stoppe, stoppe, stoppe. Netzwerkfehler, aber ohne Ende. Ich verstehe noch nicht warum. Ah, der Stream ist beendet. Inaktiv. So, jetzt starte ich ihn nochmal neu. Aber irgendwie, ja, habe ich hier heute nur 3000. Also, das ist komisch. Verbindung fehlgeschlagen. Ah, jetzt. Aber trotzdem hat er hier wieder. Das Streaming ist auf 6000 hoch. Die kriegt er. Ja, sehr merkwürdig heute alles hier. Sehr merkwürdig ist es hier. Ich bin mal gespannt, ob jetzt das Bild da mal wieder hier zurückkommt. Irgendwie, ja, funktioniert das heute nicht wirklich. Auf jeden Fall Steam Elements funktioniert schon mal. Das ist sehr schick, dass das jetzt funktioniert. Aber daran kann es ja nicht liegen, dass die Qualität heute hier so schlecht ist. Daran kann es ja nicht liegen. Also so schlechte Qualität habe ich bei Twitch noch nie gehabt. Vor allen Dingen nur auf Twitch. Ja, also für die Freunde von der Combuild kann ich sagen, ich bin dabei im Moment hier das Gelände zu bearbeiten. Komme auch hier immer weiter voran. Also von daher, das sieht schon ganz gut aus. Nur ich verstehe nicht, warum denn. Aber jetzt scheint der Stream zu laufen. Also ist zwar immer noch auf Rot, aber er scheint zumindest jetzt mal zu laufen. Das ist das, was ich jetzt so sehe. Ah, jetzt wieder nicht mehr. Wie gesagt, ne, ich arbeite jetzt auch mit Stream Elements, aber da muss ich das erstmal einrichten. Das scheint noch nicht so, ne? Also ich muss mich da erst hineinfuchsen. Daher, ne, verzeiht mir, wenn das heute noch ein bisschen komisch aussieht und und. Ja, das wird sich alles ändern. Nur, ja. Kann auch nicht
alles auf einmal hinbekommen. Aber es war zumindest mal so, dass ich doch gerne das auch mal jetzt mit hier reinnehmen wollte, damit dann auch vielleicht mal ein paar Alerts hier erscheinen und das Ganze dann auch, ja, ein bisschen freundlicher und professioneller noch aussieht. Ja, irgendwie ist aber heute hier der Wurm drin. Irgendwie funktioniert das, glaube ich, heute hier nicht mit dem Stream. Mal gucken, ob ich irgendwie Internetprobleme habe. Kann ich jetzt auch nochmal eben schnell nachgucken. In der Zeit speichere ich mal hier die Karte. Bei mir klopft es an der Tür und das ist schick, aber ja. So. Jetzt habe ich das mal ausgemacht. Mal gucken, ob sich dann jetzt hier was ändert. Besser wird. Ach, ich muss ja immer an die Tür. Keinen Blick mehr. Ja, da bin ich wieder. Sorry, die Störung, aber ja, irgendwie, ja, den ganzen Tag will keiner was von mir, aber dann, wenn dann, ja, ich am Stream bin, da kommen die irgendwie alle. Ich verstehe das auch nicht. Und dann ist auch nie einer hier zu den Leuten, wo die wollen. Ich finde das immer ganz witzig. Ach so, ich wollte doch, was geguckt haben, genau. Warum ich dann diese Probleme im Internet habe. Ach, ich weiß warum. I know the problem today. I know the problem today. Denn ich bin nebenher, das kann ich auch jetzt, ja. Und zwar läuft nebenher noch ein Upload. Der geht noch 1 Stunde 12 Minuten. Und daher diese massiven Probleme, weil er sich halt, ja, die Geschwindigkeit jetzt teilt. Und mal gucken, ob ich denn den Stream priorisieren kann. Ja, mal schnell gucken. Sie haben Auge. Diese Fliegen. Die gehen mir doch mal auf die Nerven. Da haben wir doch. Ich mal gerade gucken, wo denn der PC hier ist. Hier schon mal nix. Aber hier auf jeden Fall. Was ist der Streaming-PC? Hallo? Ich nichts dann ändern. Das Einzige, was ich da gleich mache. Also liegt das Ganze nicht. Ja, das ist schade, dass man ja. Upload nicht mehr pausieren können, können jetzt nur abbrechen. Das Einzige, jetzt sollte das Problem dann mal behoben sein. Muss ich die Datei gleich nochmal hochladen und dann ist gut. Wenn ich das ausmachen, jetzt sollte das besser funktionieren und auch ja, ruckelfreier funktionieren. Aber irgendwie noch nicht. Irgendwie läuft das Ganze noch nicht so, wie es sein soll. Ist immer noch rot. Ich verstehe ja noch nicht, warum das immer noch rot ist. Das ist mal sehr merkwürdig. So, jetzt bin ich da mal gespannt. Aha, da ist es schon da. Da ist es auch schon da. Nur hier im Stream ist es noch nicht angekommen. Ja, auf jeden Fall jetzt scheint es zumindest mal besser zu laufen. Werden auf jeden Fall eine ganze Menge Daten gesendet. Und das sollte doch jetzt langsam besser werden, die Qualität. Sollte langsam besser werden, die Qualität. Da ist ja auch ein ganz schöner Lex drin in dem Bild. Halle Julia. Das sehe ich aber. Schon mal sehr ruckelig das Bild hier. Ja, um jetzt nochmal auf Autodrive zurückzukommen. Was sich denn da getan hat. Bis jetzt habe ich eigentlich noch keine Fehler gefunden, weil es funktioniert. Man muss nur auch ein Stück weit Geduld mitbringen. Deshalb hier auch die. Soll ich es jetzt sagen? Wenn man also diesen Blumenstrauß-Modus, so wie ich ihn nenne, ist es einfach so, dass ja, man dort, wenn man das auf Weiterfahren stehen hat, da muss man ein bisschen Geduld haben. Der fährt irgendwann weiter. Ich weiß, dass es ein bisschen nervt, weil man halt dort nicht unbedingt so, ja, wie soll ich jetzt sagen? Es blockiert dann zum Teil andere Dinge, was dann halt nicht so gut funktioniert. Ne? Wenn man also dann in einer Produktion ist oder ich sag jetzt mal in der, ja, irgendwo was beladen will und drückt dann R, dann steht er noch da, aber kurze Zeit später ist er dann, ne, bis man dann das Fahrzeug gefunden hat, ist er dann schon wieder weggefahren. Also von daher, ja, das ist dann schon so. Dass das ja eigentlich ganz gut ist. Ja, ich habe auch hier, ne, Stream Elements jetzt gewählt, um auch jetzt nochmal hier drauf zurückzukommen. Ich habe das eben kurz vorher eingestellt, um halt auch diesen Chat, dass man den sieht.
weil ich das ja auch aufnehme für YouTube, um es dann später auf YouTube zu veröffentlichen. Ich habe das kurz vorm Stream hier eingerichtet, weil eigentlich hatte ich das schon eingerichtet, habe ich gedacht, aber für Twitch muss ich das nochmal extra einrichten. Für YouTube habe ich da schon so ein Overlay eingerichtet. Und mal gucken. Jetzt haben wir nicht, der Schreibtisch hier, dass ich da so hinter sitze. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich müsste mich ein bisschen höher setzen. Ist jetzt irgendwie ein bisschen in dem Schreibtisch drin. Das gefällt mir jetzt schon so. Ich glaube, so ist besser. Ah ja, gut. Egal. Jetzt habe ich ein bisschen in dem Schreibtisch drin. Ist das nicht ganz so hin mit dem Bild. Aber ist immerhin, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Das könnt ihr mir aber gerne hier in den Chat schreiben, wie ihr dann das findet. Oder halt später auf YouTube in die Kommentare. Weil wie gesagt, 14 Tage später, also ne, nach Veröffentlichung, 14 Tage später, wird das Ganze dann auch auf YouTube. Und zwar nicht an dem gleichen Tag, sondern freitags immer, wird das Ganze dann um 15 Uhr veröffentlicht. Daher muss die erste Folge noch bearbeiten, so dass ich dann halt auch ja, das Ganze sehen kann. Und ich sehe, das Bild hängt noch immer hinterher, aber immerhin ist es mittlerweile grün geworden. Das heißt, dass es jetzt ohne Probleme funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es ohne Probleme. Wunderbar. Jetzt ist alles gut. Da bin ich doch jetzt etwas beruhigter. So, jetzt soll ich vielleicht nicht gerade. Ja, ich habe diese Woche auch nicht viel Werbung hier wieder gemacht für den Talk. Ich verstehe da nicht. Ich habe da irgendwie, ja, das noch nicht so auf dem Schirm, noch nicht so verinnerlicht. Also von daher, seht es mir bitte nach, wenn heute nicht viele Fragen sind. Ja, was gibt's sonst Neues hier bei mir? Im Moment nicht viel, außer dass ich halt, also ich heute mich ein bisschen mit der Karte hier beschäftigt habe von der Kornwelt. Da muss ich aber auch noch weiter hier dran arbeiten, also bis das es mal hier weitergeht und dass ich auch hier dann mal die erste Version von veröffentlichen kann. Mal gucken im Chat, ob irgendeine Frage aufgekommen ist. Bis jetzt nicht. Jetzt sehe ich im Chat nur meine Sachen, die ich geschrieben habe. Boah, diese Fliegen, die nerven einfach mal. Ich verstehe auch nicht, wo die herkommen. Vor allem, na, eigentlich habe ich ein Fliegengitter hier vom Fenster, also eigentlich dürften hier gar keine reinkommen. Aber trotzdem habe ich sie hier drin. Kann ja mal gucken, ob ich. Also das muss ich noch herausfinden, wie ich das hinbekomme, dass also im Hintergrund das Spielbild ist und dass dann der Chat drin ist. Daher lasse ich das heute. Sonst hätte er mir hier ein bisschen zugucken können, wie ich hier an der Kornwelt hier arbeite. Aber das lasse ich jetzt besser. Werde ich mit Sicherheit auch noch das passende Overlay für finden. Oder selbst eins erstellen. Oh, mal gucken, weiß ich ja nicht. Obwohl, ich könnte ja mal was ausprobieren. Wäre jetzt ja nicht so, dass ich das nicht. Warte mal eben einen kleinen Augenblick. So, dann muss ich erstmal hier wieder das hier anmachen. Was ist denn jetzt hier los? So, dann gehen wir hier auf Modding Workshop. So, haben wir das schon mal. Jetzt machen wir eben hier die Vorschau aktivieren. Und dann Joints. So, den mal hier aktivieren. Jetzt sollte das zumindest mal funktionieren. So, dann machen wir mal hier den Gaming-PC an und das an und das aus. Ja, haha, wer sagt's denn? Funktioniert doch. Hier doch, da ist der Chat da unten. Das funktioniert auch. Das ist ja schon mal. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Das geht doch schon mal. Ich habe hier vor mir den Bildschirm. Da sehe ich auch den Chat. Also von daher. Na, jetzt gleich mal gespannt, wann denn hier im Livestream dann auch mal das Bild wechselt. Ah, jetzt wandere ich durch die Gegend. Mache ich die Wandervision. So, ich könnte das hier unten mal ein bisschen kleiner machen. So. Ihr seht, bin ich jetzt hier auf der Kornwelt unterwegs und ja, bin hier ein bisschen das Gelände am Bearbeiten, damit diese zum Teil sehr harten, wie ich finde, Kanten hier ein bisschen weggehen. Muss nur aufpassen, weil ne, hier ist zum Beispiel eine Bahnlinie. Wenn da jetzt zu viel nämlich dran rumzuppelt, nämlich geht die Bahnlinie nämlich fort. Oder ne, sie schwebt, wie ihr dann seht. Naja, ja.
Ich mal gucken, wie ich das dann hier wieder korrigiere. Aber dann gibt es ja ein Tool. Da sieht das Ganze dann doch schon etwas besser aus. Sind ja nicht diese ganz so harten Kanten drin. So, jetzt kann man hier noch gleich hingehen und weiß es nicht. Nochmal hier STRG und R. Okay. Sagen wir jetzt hier Replace. All then higher. So, hier geht es wieder hoch. Gut. So, smooth. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, hier sind wir. Was ist das denn jetzt hier? Achso. Sind noch ein paar Bodenwellen drin. Von dem Tutorial noch. Ich die Bodenhöhe etwas angehoben hatte. Wie ihr seht, die Straße hier, ja, damit man nicht ganz so hier diese braunen Übergänge sieht, ist etwas angepasst hier. Ja, in den Hof muss ich jetzt auch nochmal gucken. Das ist hier auch nochmal ein bisschen umgestaltet. Da gefällt mir auch noch nicht alles dran. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Jetzt war ich erstmal hier mit dem Gelände hier beschäftigt. Auch hier gibt es noch so ein paar, wie ihr seht, härtere Kanten. Ja, auch hier dieses, ne, diese Auffahrt, das muss ich noch schöner hinbekommen. Ja, vielleicht sollte ich da doch mal das noch etwas, die Hardness runtersetzen. Wenn man da draufklickt, passiert doch noch zu viel. Wenn ich da wirklich nur ganz kurz da drauf tippe. Ja, nach dem Live-Talk werde ich dann die Wochenendfolgen aufnehmen. Die sind noch nicht aufgenommen, die sind noch nicht fertig. Am Ende wird es ja doch die eine oder andere Folge geben. Also, ne, nicht alle Folgen. Also, ne, eine Folge schon oben. Die andere habe ich gerade abgebrochen. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie dann so eure Meinung dazu ist. Muss ja relativ kurzfristig darauf reagieren. Sieht hier nicht schön aus. Sieht das etwas besser aus, würde ich sagen. Ja, muss aber zu meinem Chat gucken. Ne, ist noch keine Frage gekommen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, was ich hier tue. Vor allem so eine 16-Fach-Karte ist also wirklich gigantisch groß. Man denkt, man hätte das schon alles. Aber dann sieht man auf einmal, ach, da habe ich ja doch noch was nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich wäre hier schon gewesen. Aber doch nicht so. Hier war ich aber schon. Da bin ich mir sicher, das ist schon ein bisschen geglättet hier nämlich. Und die Seite hatte ich nicht. Also wenn wir jetzt hier rüber gucken. Bisschen geht hier auch noch. So. Ja, was ich auch gemacht habe heute war mal gerade gucken, ob ich das. Da ist er doch. Zwar habe ich hier heute halb so eine ja, Spline hier hin gemacht. Ihr seht es. Es hat nur noch nicht so ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich noch gucken, woran das genau liegt. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich mal hier weitermachen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, warum nimmst du denn nicht die Spline aus dem Verkehr und passt das Gelände daran an? Ja, wäre eine Möglichkeit, nur die Splines gehen länger als das Stück hier ist. Und dann ist es so, dass hier diese Brücke, darunter muss ich dann alles wieder neu anpassen. Und ja, das ist auch nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. Oh, einfach die Einfügen-Taste drücken und dann mit STRG und B den nächsten Punkt hier bestimmen. Na, das war jetzt nicht unbedingt so, wie ich das wollte, aber egal. So, wenn ich das gleiche fertig habe, dann würde ich auch damit aufhören. Ich sag mal, nein, das muss jetzt nicht hier exakt so sein, weil im Endeffekt geht es ja nur hier ums Gelände. Um was anderes geht es ja nicht. Dass wir hier die Höhe anpassen können. Vergesse mal, dass ich zweimal drücken muss, wenn man STRG und B drückt. Die erste Mal ist fürs Positionieren, das zweite Mal ist zur Bestätigung. Nochmal einfügen. Jo, das war dann mal wieder eine Runde falsch geklickt. Mal hier wieder aufs Ende. Ja, STRG und B. So, nochmal einfügen. Setzen wir diesen abschließenden Punkt jetzt hier hin. Wunderbar. Ich gehe nochmal gerade hier ans Gelände hier dran. Passt es mal gerade hier ein bisschen an. Sehr schön. Einmal speichern bitte. Also mich wundert, dass der Stream erst 42 Minuten geht. Also zumindest mal, also in der Statistik zeigt er mir 39 an. Über OBS zeigt er mir 42 an. Insgesamt beim Aufnehmen schon 50 Minuten. Ist ja auch nicht schlecht. Aha, jetzt ist er fertig. Sehr schön.
Jetzt kann ich hier einmal auf Spline gehen und dann gehe ich hier oben auf Windows Script Editor. Schiebe ich den mal hier rüber, so dass ihr ihn auch seht. Weil er halt nicht hier Teil des Ganzen ist. Kann ich aber auch nicht jetzt hier. Und jetzt solltet ihr ihn aber sehen. So, jetzt habe ich hier unten die Spline ausgewählt. Hier habe ich die Höhe ausgewählt, also die, ja, Differenzierung, wo es da drunter gehen soll. Und hier habe ich die Breite ausgewählt. 7 ist dann 14 Meter. Wir könnten auch hier 7,0 hinschreiben. So, wenn ich jetzt hier auf Execute drücke, dann fragt er mich, ob ich das denn machen möchte. Ich sage ja. Und jetzt hat er das Gelände hier drunter, wie ihr seht, angepasst. Das ist halt noch so ein bisschen das Problem hier, dass halt hier irgendwie ich diesen Übergang nicht so richtig hinbekomme. Weil, ne, wenn ich das jetzt so machen würde, sage jetzt ja, dann seht ihr, dann ist es hier besser abgedeckt. Ne? Der Übergang ist hier dann nicht so hart, zu der Straße auch. Aber dann habe ich deshalb hier dieses Problem hier am Berg wieder. Da ist dann das Problem. Wenn ich es noch kleiner mache, ich sage jetzt mal 0,25, dann sieht das noch besser hier aus. Ja, da hat man hier ein bisschen, sieht man hier die Kante noch. Hier ist das alles schön angepasst. Hier neben der Straße. Wunderbar. Nur hier habe ich dann jetzt das Problem. Also von daher, ja, da muss ich noch die richtige Einstellung finden. Jetzt kann ich da gleich hier mal, ich mache das Fenster hier mal wieder zu. So, jetzt nehmen wir hier 3 und nehmen wir mal hier 0,125. Mal gucken. Ich jetzt hier, ihr seht, da passiert nämlich gar nichts. Ich jetzt hier. Aber so geht's. So geht's. Das war jetzt falsch. Das würde ich sagen, sieht ja schon mal ganz gut aus jetzt. Also nicht so optimal, aber schon besser als vorher. Ja, hier muss ich auch mal gucken, was ich hier mache. Weiß ich nämlich auch noch nicht. Und hier, ne, habe ich ja genau das gleiche Problem in Grün. Ich sehe ja auch diese sehr harten Kanten hier sind. Ich verstehe noch nicht, warum das hier, ich hier so wenig eingestellt habe. So extrem sofort das verändern, wenn ich da einmal ein bisschen draufklicke. Ja, auch hier muss ich mal gucken, dass ich noch den mal hier einrichte. Bei mir ist jetzt in 2 Minuten 16 Uhr und von daher schade, dass heute keiner vorbeigeschaut hat. Hätte mich gefreut, wenn der ein oder andere doch mal hier vorbeigeschaut hätte. Vielleicht nächste Woche Donnerstag gibt es keinen Live. Also nächste Woche Donnerstag gibt es ihn nicht. Denn da wird es so sein, dass. So, jetzt machen wir wieder hier den anderen wieder an. So, da bin ich da wieder. Sehr schön. Ja, also, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag gibt es keinen Live-Talk, weil ich nicht da bin. Daher kann ich dann auch nicht mehr auf Sendung gehen. Das geht dann leider nicht. Aber danach die Woche auf jeden Fall wieder und dann versuche ich auch dran zu denken, dass dann halt ich dann wieder auch online gehe. Jetzt habe ich das nächste hier, dass der mir jetzt sagt, hier ist nicht. Ah, und da bin ich aber schon wieder. Sehr schön, geht doch. Aber was mich jetzt wundert, ist, dass der Chat nicht mehr da ist und den Chat jetzt nicht mehr sieht. Da muss ich auch mal gucken, woran das liegt. Ach, sehr wahrscheinlich, weil das eine andere Folie war, aber ich weiß es nicht. Also das sind also Dinge, die ich noch herausfinden muss. Ich sehe ja schon. ja. Ja. Auch hier oben so sehr. So, jetzt war das sehr witzig. Also über mir sind ja diese Leisten, Discord, Facebook, Instagram, Twitch und Twitter und YouTube. Also Twitter habe ich schon mal gar nicht, weil da bin ich überhaupt kein Fan von. Und ja, Discord habe ich, Facebook muss ich noch einrichten. Instagram gibt es schon einen Kanal, Twitch, ja, da sind wir ja gerade drauf. Und YouTube, ja, auch da bin ich dabei. Das Stream geht jetzt seit 53 Minuten, wird mir jetzt zumindest angezeigt. Da werden wir die Stunde hier noch voll machen. Das wäre doch schon mal schön, wenn das funktionieren würde. Ich muss überlegen, was ich denn jetzt gleich aufnehme als erstes. Oh, das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Habt ihr nämlich schon Spiel-Sound gehört? Ja, warum habe ich das Spiel jetzt beendet? So, jetzt war eben schon mal das Spiel starten und ich habe mich für die Kornwelt entschieden, die zu spielen.
jetzt gleich die Wochenendfolgen aufzunehmen. Da muss ich mal gucken. Kornwelt, Kornwelt, Kornwelt. Am Dienstag kommen auch noch 3 Folgen. Aber mal gucken, ob ich die 7 Folgen jetzt aufnehme. Vor allen Dingen werde ich dann auch, schätze mal heute Abend, werde ich dann doch mal ein bisschen an dem Layout hier arbeiten, dass es also beim nächsten Mal etwas besser aussieht, dass das ein oder andere Element auch von mir mal hier drin ist. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Und ja, ob ich das hier oben auch etwas anders hinbekomme, gefällt mir auch noch nicht so. Naja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch denn hier das erste Layout hier so gefallen hat. Oder in den Chat. Was haben wir jetzt diese Woche? Diese Woche haben wir den 16. Das heißt, nächste Woche um diese Uhrzeit bin ich dann alleine zu Hause. Das heißt alleine, ne? Ist noch einer hier, aber im Großen und Ganzen bin ich alleine hier zu Hause. Und ja, meine Family ist dann in Urlaub. Von daher kann ich mich dann auch streammäßig mal wieder austoben. Werde ich dann wohl auch tun an 2-3 Tagen. Aber direkt hintereinander, also Freitag, Samstag, Sonntag werde ich streamen. Mal gucken, vielleicht auch noch zu einem anderen Zeitpunkt. Das weiß ich noch nicht. So, ich sage danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ne, das Video wieder bis zum Ende anzuschauen. Und ich würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Hier beim Live-Talk, vielleicht dann auch mal live. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ich bin raus. Genau. Und ciao.